Wir haben das Klimacamp ins Leben gerufen, als letzten Strohhalm doch noch was an dem Kohleeinstiegsgesetz zu verändern. Und es hat sich dann schnell entwickelt zu einem allgemeinen Protestcamp für Klimagerechtigkeit, um politischen Druck auszuüben und die Bevölkerung und die PolitikerInnen zu informieren über den Klimawandel und über sozialgerechte Maßnahmen, um ihn zu stoppen. Ja, anders als wir erwartet haben, ergreift die Stadt trotz der doch sehr krassen Protestformen nicht sofort Maßnahmen, um irgendwas zu tun und die Krise abzuwenden und die Verantwortung zu übernehmen, die wir als Stadt haben. Und obwohl wir darüber sehr schockiert waren, oder genau weil wir so schockiert waren, mussten wir länger hierbleiben. Wir haben sehr viel Unterstützung von allen in Augsburg bekommen und eingesehen, wir müssen hierbleiben und weiter protestieren. Anstrengende Zeit, weil sich die Gedanken halt immer um Aktivismus und immer um die Klimakrise drehen und wir gehen oft traurig schlafen, weil wir das Gefühl haben, an dem Tag nicht genügend für Klimagerechtigkeit getan zu haben. Im Winter war es jetzt auch schwierig mit der Kälte, wir haben aber Schlafsäcke, die das ein bisschen kompensieren. Wir freuen uns jetzt einfach mal auf den Sommer, da erwarten wir auch Gäste aus anderen Bundesländern und dann versuchen wir so optimistisch zu bleiben, wie wir können. Also erfolgreich wäre es für uns zu Ende, wenn wir sehen, dass die Stadt jetzt Maßnahmen ergreift, dass wir wirklich hier guten Gewissens abbauen können. Wir sind ja nicht nur für uns da, sondern für alle in Augsburg. Dann würden wir sehr gerne abbauen und uns endlich wieder unseren persönlichen Interessen und auch anderen Formen des Aktivismus zuwenden. Wir müssten aber auch wirklich sicher sein, dass die Stadt es jetzt verstanden hat und wir wirklich hier gehen können und dann nicht den Leuten nur suggerieren, dass die Stadt es verstanden hat, sondern dass die Stadt wirklich sich um unsere Zukunft kümmert.